Hallo Leute, willkommen hier aus der wunderschönen Natur. Und die ist richtig schön hier. In dem Video möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, wie ich mal einem Reh das Leben gerettet habe. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal dazu komme, aber es ist durch einen glücklichen Zufall geschehen. Die Geschichte erzähle ich euch gleich. Ich bin gerade auf dem Weg oder auf der Suche nach einem schönen Platz, wo ich mich hinsetzen kann. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz den Bach hier. Das ist einer der schönsten Orte, die ich hier kenne. Einer der schönsten. Hier gibt es so viele schöne. Aber ich mag das einfach jetzt gerade hier mit dem Bach. Dann die Sumpfdotterblumen, was hier so gelb blüht. Ist ja so gelb wie Eidotter. Und die heißt Sumpfdotterblume. Wunderschön. Dann schlängelt sich der Bach hier durch. Und da stehen doch tatsächlich Bäume im Wasser. Und es sind Erlen. Es gibt die Roterle, Schwarzerle. Das ist ein ganz besonderes Holz und die Erle, die wächst da eben, wo es feucht ist, wo es nass ist. Ja, da kann man schöne Möbel rausmachen aus diesem Holz zum Beispiel. Die Erle. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen hier, diesen Bach. Und manchmal ist es so, dass ich dann einfach so dem Bach folge, mich hinknie, guck, was da drin so kreucht und fleucht. Auch hier, guck mal, wie klar das Wasser ist, ganz klar. Und dann schlängelt es sich hier so durch. Ich mag das einfach. Hier überall die Brennnesseln. Oh, morgen geht's raus für Kräutervideos, Leute. Morgen werde ich euch zeigen, wie man geröstete Brennnesseln macht. Und ich werde doch ein Pasta-Gericht mit frischen Brennnesseln kochen, sodass ihr ein bisschen Auswahl habt und einfach seht, dass man die Brennnessel essen kann. Man kann sie einfach pflücken und kann sich daraus leckere, richtig leckere Gerichte herstellen. Ja, aber dazu später mehr. So, mal schauen, wo ich hingehe. Ich denke mal ein bisschen überhalb von diesem Bach. Da hinten ist auch noch so eine Art Weiherteich. Da setze ich mich einfach hin. Okay, das ist auch nichts der Platz da hinten, weil da läuft eine Maschine, der Bauer macht da irgendwas und der Traktor läuft. Stört natürlich mit Ton. Jetzt geht auch noch die Kettensäge an. Worst-Case-Szenario. Okay, suchen wir uns einen anderen Platz. Hier runter. Und dann gehe ich einfach da hinten rein. In den Wald so ein Stückle. Da hinten kommt wieder eine Wiese. Da müsste es eigentlich still sein. So, hier setze ich mich jetzt einfach hin. Das ist doch ein schöner Platz hier. Super. Hier wächst auch noch Bärwurz. Die werde ich euch auch in dem Video vorstellen. Die Bärwurz, super. Mit Tomaten und so. Mache ich nochmal ein extra Video. Kräuter, 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 Kräuter. Okay. Meine Geschichte. Wie ich mal einem Reh das Leben gerettet habe. Kommt doch mal ein bisschen näher ran, Leute. So, noch mal gemütlich hier. Gut so? Okay. Also, diese Geschichte ist schon bestimmt, ich denke mal so 5 Jahre her und spielte sich am Bodensee ab. Damals, vor 5 Jahren, da war das so, habe ich meinen Rucksack gepackt und bin im Bodensee-Hinterland immer ein Stückchen rausgefahren und habe so diese Tobel erwandert. Tobel, das sind diese kleinen Schluchten, wo der Bach durchfließt, der hat sich in den Berg hineingefressen und da unten ist so ein ganz besonderes Klima. Das ist wie eine abgeschlossene Welt für sich. Ich werde in den nächsten 1, 2, 3 Wochen mir Zeit nehmen und dort runterfahren an den Bodensee, denn das will ich euch unbedingt noch mal zeigen. In meinen ganz alten Videos habe ich euch die Gegend gezeigt, aber es sind ja viele Abonnenten neu hinzugekommen. Ich werde in diese Bodensee-Gegend noch mal runterfahren und dort Zeit verbringen und euch die schönsten Kraftorte. Dort kenne ich Orte, Leute, die sind so voller Kraft, so natürlich. Wow, richtig tolle Orte und die werde ich euch in den Videos zeigen. Ich werde die alle, es sind viele verschiedene Orte, die ich dort entdeckt habe durch Wandern, Laufen, mitten durch den Wald, die werde ich euch zeigen. Ja, und da bin ich auf jeden Fall gewandert mit meinem Rucksack und damals bin ich einfach in diese Schluchtentäler hineingewandert und habe das alles aufgesogen, die Natur,
diese klaren Bäche. Ich habe alle Steine umgedreht. Ich habe nach Tieren Ausschau gehalten, nach den Pflanzen. Und dort ist es auch ganz still, wenn man wie durch so einen Trichter läuft, den Bach entlang. Alte Bäume stehen da. Und ich bin dort immer weiter entlang gelaufen, bis das Tal immer wieder immer flacher wurde. Das ist in der Nähe von Roggenbeuren. Und als ich dann von dem Bach wieder herauskam, ich hatte mein Fernglas dabei, da sah ich da in der Ferne schon etwas die Wiesen. Ich war etwas versteckt im Wald und dachte einfach so intuitiv, guckst du mal mit dem Fernglas, was da so los ist. Und als ich so auf die Wiese schaute, sah ich einen Rehbock. Es war ein Spießer. Spießer bedeutet, es war noch so ein junger Bock. Und der hatte nur sein Gehirn, so einen einzelnen Spieß. Wenn ihr so alte Rehböcke, kapitale Rehböcke seht, dann haben die ihr Gehirn schon verzweigt. Aber er hatte nur so zwei dünne Spieße. Und ich sah diesen Rehbock eben gebeugt da. Und es sah so aus, als ob er gerade Gras frisst. Nennt man auch Äsen. Rehe äsen, die fressen nicht. Und ich gucke da so durch, oh, toll, sehe ich einen jungen Rehbock, ein Reh beim Äsen. Wartete, guckte später nochmal durch und dann sah ich, dass der Kopf immer noch unten war. Und irgendwie kam mir das komisch vor und dachte mir, ja, ich schleiche mich mal an den heran. Bin dann aus dem Wald langsam heraus, an den Wiesenrand hin und sah dann immer mehr. Und dann sah ich plötzlich, dass die Wiese eingezäunt war mit einem Stromweidezaun, und zwar den Weidezaun, der solche Karos hat, der auch leicht rötlich ist. Der wird meistens hergenommen bei Schäfern, wenn sie wandern gehen. Also die Schäferei, die wandern ja mit ihren Schafen, und dann können sie diesen Zaun aufstellen. Und da drin hatte sich der Rehbock mit seinem Gehirn verfangen. Der war also so unten drin und hatte sich hier drin verfangen und versuchte sich zu befreien. Und als ich dann erstmal die Situation sah, was da los war, oh, dann war natürlich mein erster Gedanke, dem muss ich helfen. Aber wie? Wie soll ich dem helfen? Der war schon recht groß und stattlich und ich habe sowas noch nie erlebt. Was soll ich da machen? Also habe ich mich näher an den Rand geschlichen, was ihn natürlich noch mehr beunruhigte. Und dann versuchte er sich noch mehr zu befreien. Und das Schlimme war, da war noch Strom auf dem Zaun. Also mein erster Gedanke, Strom abstellen. In der Ferne sah ich ein Haus, da bin ich dann hingerannt und habe dort zwei junge Menschen entdeckt. Das waren die Kinder wahrscheinlich von den Bauern, die dort lebten, und habe denen gesagt, die sollen unbedingt den Strom abstellen. Da hat sich ein Reh im Stromweidezaun verfangen. Und am Hausrand war oben schon diese Autobatterie und die Kabel. Man hört schon den Strom und dann wurde es einfach abgeklemmt. Und dann hatte der Rehbock schon mal nicht mehr diesen Strom zu spüren. Ich denke mal schon, dass er ihn gespürt hat, weil auch der, vielleicht leitet der Strom nicht durch das Gehirn, aber er war total verfangen in diesem, er stand auch drin in diesem Weidezaun. Und ja, ich war der Meinung, dass ich ihm damit schon mal eine gewisse Qual abgenommen hatte. Ja, ich war dann immer noch drauf und dran, den zu befreien, bin dann wieder zurück zu dem Rehbock. Mir war aber irgendwie klar, alleine schaffe ich das nicht. Warum ich jetzt die Kinder von dem Hof nicht mitgenommen habe und sie um Hilfe gefragt habe, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ich kann mich nur noch daran erinnern, ich bin auf jeden Fall wieder alleine zurück zu dem Rehbock auf die Wiese. Genau, da hatte ich noch meinen Vater angerufen und habe ihn um Rat gefragt, was man da machen könnte. Aber er konnte mir da auch nicht weiterhelfen, wohnt auch viel zu weit weg. Und als ich so überlegte, sah ich gerade den Forstweg herunter, da führte so ein Weg an der Seite vorbei, den Bauer kommen mit seinem großen Traktor. Boah, alles klar, der muss mir helfen. Der kennt sich aus mit Tieren, der wird mir helfen. Da kam er an mit seinem großen Traktor. Ich habe den Traktor angehalten und habe ich ihm gesagt, ja, da, der Rehbock hat sich verfangen. Er hat es dann auch gleich gesehen. Sollen wir den nicht zusammen retten? Okay, gesagt, getan. Haben uns abgesprochen. Und zwar war das so, ich habe den Rehbock dann festgehalten und er hat den am Kopf gegriffen und versucht zu befreien. Ich bin also hin und der hat Kraft, obwohl er noch jung und schlank war, aber er hatte Kraft mit den Füßen ausgetreten, und das Gefährliche waren eben die Hörner, weil er so nach oben schießen kann und da kann man sich ganz schön verletzen. Also bin ich zudem hin mit meinem ganzen Körpergewicht auf diesen Rehbock drauf, habe den nach unten gedrückt mit aller Kraft. Ich musste wirklich meine ganze Kraft nehmen, weil er immer wieder so kurzartig um sein Leben gekämpft hat. Der Rehbock hat natürlich auch alles gegeben, weil er wahrscheinlich dachte, jetzt stirbt er oder irgendwas passiert ihm, und da kämpft er um sein ganzes Leben. Wir wollten ihn natürlich befreien, das weiß er ja nicht. Der Bauer, er hatte so ein kleines, popliges Taschenmesser dabei, wirklich kein Schweizer Taschenmesser oder sonst irgendwas, so ein
so ein ganz billiges, einfaches Taschenmesser. Das weiß ich noch wie heute. Das hat mir so eingebrannt. Irgendwie dachte ich so, warum hat er so ein blödes Taschenmesser? Aber egal, es war besser als nichts. Das Taschenmesser hat er dann rausgenommen und der Stromweidezaun, der war schon ganz schön da rumgewickelt um das Gehirn. Also mit den bloßen Händen ging das nicht ab. Und da hat er mit dem Taschenmesser angefangen, Stück für Stück das aufzuhebeln, runterzuschieben, bis es dann soweit war. Dann habe ich das gesehen, dann, ja, jetzt ist es gleich soweit. Und dann haben wir uns abgesprochen bei 3. 1, 2, 3 und dann sind wir weg von dem Rehbock. Und der ist aufgesprungen hier mit seinem Kopf hoch. Fam! Kurz geguckt und dann ist er losgerannt. Hat nochmal so ausgetreten, so seine ganze Kraft und Energie nochmal hier. Fam! Und dann ist er ab über die Wiese gerannt. Und ja, das war einfach ein abenteuerliches Erlebnis. Wann erlebt man schon mal sowas? Das war toll. Dann habe ich mich noch kurz mit dem Bauer unterhalten. Der hatte seinen Hof da an einer meiner Lieblingsstellen im Bodensee-Hinterland. Und wir hatten dadurch schon ein bisschen Kontakt gewonnen. Und somit hatte ich auch Kontakt zu den Bauern. Der hat da seinen Wald, seine Wiesen. Das war auch ganz gut. Ich konnte mich dann da auch frei bewegen, auch mal fragen, ob ich auf seiner Wiese ein Zelt aufstellen darf und so weiter. Das war eine runde Sache und ein richtiges Erlebnis, so ein Reh zu retten. Okay, Leute, das war meine Geschichte. Ich glaube, ich habe noch sehr, sehr viele Geschichten auf Lager, Leute. Ich habe sehr viel erlebt und da wird bestimmt noch die ein oder andere Geschichte auf diesem Kanal kommen. Okay, Leute, freue mich auf eure Erlebnisse. Vielleicht habt ihr ein tolles Erlebnis mal gehabt. Dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare rein, ob ihr mal was Interessantes, Abenteuerliches, Lustiges erlebt habt. Ja, das wäre schön. Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch. Macht's gut, passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.